herzlich willkommen, meine liebe Tradergang, bei BinaryStrategy.net und BSK.ai. Wir sind heute gleich live dabei, hier wieder in der Trading Session mit dem Zickzack. Ich war lange Zeit nicht am Start bei euch, aber bin es natürlich jetzt wieder. Und ich schaue jetzt hier mal, jetzt flip. Mein zweiten Trade heute, den ersten Trade zeige ich euch dann im Nachhinein jetzt gleich noch. Das ist mein zweiter Zickzack-Trade heute, wo ich mache. Wer gestern mein erstes Video überhaupt nach 2 Wochen gesehen hat auf dem englischen Kanal, der ist verlinkt unterhalb des Videos in der Beschreibung, der hat gesehen, dass ich den Zickzack-Indikator verwende hier und ein bisschen verändert habe mit Kanälen, also dass es einfacher ist für euch einzusteigen. Hier gibt es natürlich auch eine Regel, wie der Einstieg ist. Das erkläre ich euch gleich. Wie gesagt, ich bin hier gerade in dem Trade drin mit dem Zickzack-Indikator. Der das am meisten tradet ist, ich denke mal viele kennen ihn auch, der Paul's Trading TV, wo manche immer mit der Nase rümpfen, wie der denn das macht und denken, dass der das immer auf gut Glück macht. Hier habt ihr zum Beispiel eine Zickzack-Strategie, die er tradet mit ein paar Rules, also mit ein paar Regeln, dass ihr die eben genauso traden könnt. Auf 2 Minuten. Ich trade die hier auf 2 Minuten. Und wir sehen jetzt mal, was hier rauskommt gleich. Wie gesagt, der zweite Trade ist hier schon jetzt am Laufen. Trade Nummer 1 mit Zickzack zeige ich euch gleich. Wir traden das 2 Minuten, wie gerade schon erwähnt. Also 2 Minuten Ablauf hier links beim Broker. Und M1 im MetaTrader mit dem Indikator. Wo ihr den Indikator herbekommt, sage ich euch auch gleich. So, wir haben hier jetzt noch 18 Sekunden. Wie gesagt, hier der Euro-US-Dollar nach unten. Der war der erste Zickzack-Trade. Den zeige ich euch gleich, den habe ich auch aufgenommen. Der hier. Und ja, der zweite, 5 Sekunden noch, komm, mach kein Misti, Schmisti, Pisti, mach kein Mist. Mach kein Mist. Ah, war drin. War knapp drin, aber er war drin. Das ist die Zickzack-Strategie, die der Paul tradet. Der tradet Zickzack. Nur hier ist es eben, wenn er will, kann er sich auch runterladen für euch und für ihn. Vereinfacht, die Einstiege zu finden. Ich habe mir auch öfters Pauls seine Videos angeschaut oder schaue sie mir sogar an und denke mir immer, der Kerl, Alter, macht es auch auf Blick und so, ne? Hier mit diesem Indikator Zickzack könnt ihr ebenfalls traden, denn hier sind jetzt Channels drin. Also hier sind Channels eingebaut und der Einstieg, den erkläre ich euch jetzt. Wartet mal, da zeige ich euch nämlich Trade 1, den ich gemacht habe. So Leute, ich habe hier mal jetzt das Video von Trade 1 aufgemacht. Also das hier ist Trade 1, mein Einstieg in den Trade 1. Ich kann euch jetzt auch gleich erklären, wie der erste Trade, also das ist wirklich der erste Trade von heute, wie die Einstiege mit diesem Zickzack sind. Ich hoffe, man sieht es und es ist nicht so dunkel. Ganz einfach. Wir sehen hier unseren Zickzack. Der geht hoch, runter, hoch, runter. Ist der Zickzack. Und ich habe da eben Channels jetzt drin. Die Kanäle hier. Und da ist es sehr einfach zu identifizieren, wann der nächste Zickzack, also hier war er jetzt nach oben, wie wir sehen. Vielleicht nach oben der Zickzack. Und da ist eben leicht zu identifizieren, wenn der Zickzack abbricht und hier nach unten geht. Und wenn wir hier, zu welchem Zeitpunkt wir hier einsteigen können. So, wir haben hier den Kanal, wie wir sehen. Kanal, Kanal, den nach oben Kanal vom Zickzack. Und ich möchte natürlich abwarten, bis der Zickzack jetzt abbricht nach unten. Denn Zickzack geht ja so. Und ich möchte eben hier nach unten jetzt rein. Wie identifiziere ich das mit diesem Indikator? Ist ganz einfach. Wir haben hier unseren Kanal, wie gerade schon erwähnt, und ich warte, wenn hier die erste Kerze ausbricht. Wir sehen mal hier, die erste Kerze, wenn ausbricht aus diesem Kanal hier, aus dem Kanal, gehe ich in den nächsten dann rein. Also die erste muss ausbrechen, die lasse ich durchlaufen und in diese Kerze gehe ich dann rein. Wie eben auch hier passiert. Hier bin ich dann reingegangen und ja, jetzt können wir uns den Trade mal angucken, wie er verläuft. Na, komm. Mach Play, Play, Play. So, können wir jetzt mal gucken, wie der Trade verläuft. Sehen wir hier. Jetzt bildet er auch den nach unten Kanal, wie wir sehen hier. Und er geht natürlich schön in meine Richtung. Seht ihr? Also wirklich wunderbar. Und der Trade war super im Gewinn.
Das ist wirklich simpel. Also ihr habt gesehen, ich warte die erste Kerze hier ab, wie schon erwähnt. Erste Kerze wird hier abgewartet, wenn die aus dem Kanal ausbricht, wie hier, und gehe in die zweite dann nach unten rein. Die muss natürlich, wenn die ausbricht, dann hier rot bleiben und als rote schließen, wenn ich nach unten gehe. Aus diesem Kanal sehen wir hier ausgebrochen. Nach unten, also muss die erste Kerze rot bleiben und in die zweite rote, also in die zweite gehe ich dann rein. Gestern auch auf meinem englischen Kanal schon getradet, wie ich euch erzählt. Könnt ihr gerne mal angucken. Der Link vom englischen Kanal ist unten drin. So, ja, jetzt können wir mal weiter gucken hier. Vielleicht finden wir noch Schweizer Franken. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Vielleicht finden wir hier noch einen Trade, den wir traden könnten. Ne. Euro US-Dollar. Euro out. Na. Hier sehen wir es ausgebrochen. Hier kann ich euch auch was zeigen. Hier ist er ausgebrochen. Aber macht keine rote Kerze. Also hier ist ganz wichtig, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier erwarten wir natürlich aus dem Kanal hier einen Ausbruch. Hier ist die Kerze aus dem Kanal, sehen wir, hier ist die rote Linie, ausgebrochen. Ist aber grün, also gehen wir hier nicht rein. Die müsste, wenn die jetzt rot gewesen wäre, die Kerze hier, wäre ich dann in die zweite reingegangen nach unten. Aber da die grün ist, ist das nichts für uns. Nichts. Nichts, nichts. Na. Ich glaube, da warten wir nochmal hier beim Euro-US-Dollar, warte ich nochmal ab beim Euro-US-Dollar und gehe dann in den nächsten Zickzack-Ausbruch rein. Ich mache eine kleine Pause, wie gesagt, und wir warten ab und im nächsten Zickzack gehe ich hier rein, also im nächsten Ausbruch. Bis gleich, Jungs. So, Leute, wir sehen hier, er versucht auszubrechen, wir haben noch 19 Sekunden. Die Kerze ist rot, aber ich warte eben, bis er wirklich eine volle rote Kerze hier unter der Linie macht. Er muss wirklich eine volle, schöne rote Kerze unter der roten Linie machen für den Ausbruch nach unten. Das ist klar. Also ist das hier jetzt im Moment nichts. Jetzt, wenn er die rote Kerze machen würde, schaut mal. Na, schaut mal, wenn er jetzt hier die volle rote Kerze hier nach unten machen würde, also hier so flupp, flupp, flup, flup, würde ich in die nächste dann nach unten reingehen. Aber im Moment macht er eben nicht die volle, oder? Schauen wir mal. Aber die rote macht, die rote Torte, bin gespannt, also hier, der muss schon außerhalb der Linie sein, rot. Wir gucken mal. Naja, er ist grün. Ne, ne, und bei der grünen gehen wir eben nicht rein. Gehen wir nicht rein in den Trade. Er muss wirklich eine feine rote Kerze nach unten machen. Ja, sehen wir. Absolut nicht für uns. Nichts für uns. Also warten wir noch. So, meine liebe Trader-Gang. Wir sind wieder hier in einen möglichen Einstieg. Einen kommenden möglichen Einstieg. Hier muss jetzt, wie gesagt, die Kerze unterhalb der roten Linie. Ja, das wäre sogar schon sehr gut. Also wirklich sehr gut. Das wäre optimal, wenn die so weit unter der Linie ist, wäre der Einstieg für nach unten 2 Minuten drin. Für mich. Ich habe hier noch für die Kerze 19 Sekunden. Natürlich wäre es jetzt gut, ja, wenn er noch ein bisschen nach oben gehen würde. Aber das hier ist der perfekte Einstieg. Denn hier sehen wir, der Zickzack-Kanal wurde durchbrochen und es müsste sich jetzt ein Zickzack-Kanal nach unten bilden. Ich gehe jetzt auch rein. Gehe hier rein in den Trade. Also wie gesagt, 2 Minuten, ganz wichtig auf M1 hier MetaTrader und auf 2 Minuten hier beim Broker, also 2 Minuten. Und dann kann das Ding losrattern. Natürlich kann hier auch mal passieren, dass der Trade rausgeht. Dann mache ich im nächsten Signal, mein Martingale. Das wäre hier Trade 3 heute. Also einen habe ich euch gezeigt, habe ich aufgenommen. Einen vorher im Anfang des Videos live schon offen gehabt. Das ist Trade 3. Ja,
Da fragt ihr euch, wie der Paulchen eben seine Kohle macht mit Zickzack. Hier könnt ihr das nach den Regeln versuchen nachzumachen. Und es ist wirklich, wirklich sehr gut. Auch wenn Pauli, wenn du zuschaust, seht ihr, der Kanal Zickzack hat sich jetzt nach unten gezeichnet. Und wir finden eben den frühestmöglichen Einstieg für unseren Zickzack-Trade mit diesen Kanälen, mit diesem Indikator, Zickzack-Indikator und den Kanälen. Und das ist Rambazamba, Trade 3, auch wenn es so bleibt, mega mäßig im Gewinn. Diesen Indikator, meine Freunde, gibt es wie immer kostenlos. Alles, was ich vorstelle hier, ist kostenlos, wenn ihr in der Trader Gang seid. Ich zeige euch gleich, wie ihr in die Trader Gang kommt nach diesem wunderschönen Trade. Wir sehen hier die letzten Euro USD, die drei waren alle zickzack und schnippschnapp waren drin, flickflack. Flicky flacky, schnippi schnappi, Kohle in der Tasche mit dem Zickzack. Und ja, wie gesagt, die meisten kennen den Pauli. Gestern, glaube ich, hat er abgeräumt, auch auf Platz 1. Und jetzt wisst ihr ungefähr, wie ihr das nachtraden könnt. Was heißt ungefähr? Jetzt wisst ihr, wie ihr das nachtraden könnt. Und der Indikator ist eben kostenlos für unsere Trader-Gang. 7 Sekunden und ein Wahnsinnsding. Wahnsinn drin. Wir sehen hier Wahnsinn drin. Also es ist wirklich eine schnuckelige Strategie, die wirklich Bombe ist. Schaut auf den englischen Kanal. Gestern habe ich schon den Zickzack vorgestellt auf Englisch und getradet damit. Heute hier auch noch 3 schnelle Trades gemacht. Wir sehen hier, ich bin auf Platz 3, habe schon meine eigentlichen Trades für heute erledigt. Wollte euch aber auf den deutschen Kanal nicht vernachlässigen, da ich 2 Wochen nicht am Start war. Euer Kai war 2 Wochen nicht am Start. Ich kann euch auch kurz sagen, warum. Eine Woche Urlaub und von der einen Woche Urlaub, wo ich die gefeiert habe, den Urlaub, als wäre ich wieder in den 20ern, habe ich nochmal eine Woche Urlaub zu Hause gebraucht, weil ich so kaputt war. Gestern kam noch eine Frage, genau, gestern kam noch eine Frage, warum ich denn nicht die ganze Zeit mit dem Superkai Sniper trade. Ich meine, wirklich, wenn ich jetzt meinen Kanal anschauen würde und die ganze Zeit nur Superkai Sniper Trades zeigen würde, dann würde der Kanal langsam langweilig werden. Und wir wollen ja auch andere Strategien entdecken. Vielleicht liegt dem einen oder anderen diese Strategie mehr. Ich mag einfach ein Content bisschen anderen immer machen. Nicht immer Sniper oder dies, sondern wie das jetzt hier. Und ihr seht, mega, das Ding ist wirklich mega. Wir kommen jetzt dazu, wie bekommt ihr diesen Indikator kostenlos? Wie kommt ihr in die Trader Gang? Ganz einfach, unterhalb des Videos und im ersten Kommentar sind 2 Links. Einmal von dem Broker Quotex, den ich hier nutze, und Pocket Option, den ich auch nutze für einen Autotrader. Da müsst ihr euch anmelden, mindestens $500 einzahlen. Ihr habt die $500 bei euch auf dem Konto. Ich kriege einen kleinen Obolus vom Broker, dass ihr euch über mich angemeldet habt und eingezahlt habt. Aber die 500, die ihr eingezahlt habt, sind eure Guthaben, davon kriege ich nichts. Deshalb, ja, 500 mindestens einzahlen und dann geht ihr auf bsk.ai, wartet mal, also wenn ihr euch angemeldet habt über unseren Link, 500 eingezahlt, geht ihr hier auf bsk.ai, tut euch natürlich registrieren und dann in euer Profil, geht ihr also nach der Registration, wenn ihr euch eingeloggt habt, geht ihr auf Profil, Edit, und tragt hierbei meine Broker-ID, My Broker-ID ist eure Pocket-Option-ID oder Quotex-ID ein und eure MetaTrader-4-Nummer hier eintragen. Geht natürlich auf Save Changes, auf Speichern und dann geht ihr auf Gruppen und zum Beispiel dieser Zickzack-Indikator ist unter Kai's Indikator Collection hier drin. Da macht ihr eine Gruppenanfrage, wir schauen dann eure Trader-ID an, da können wir prüfen, seid ihr wirklich über uns angemeldet, habt ihr eingezahlt mindestens 500, wenn ja, dann schalten wir euch für die Gruppe da frei, wenn ihr eine Anfrage gemacht habt. Und natürlich habt ihr einmal euch registriert über uns, könnt ihr alle Gruppen hier, Superkai Sniper kriegt ihr kostenlos, die VIP-Trading-Kurse für binäre Optionen kostenlos, alle Indikatoren, die ich vorstelle, kostenlos, Superkai, der Autotrader für binäre Optionen, der jeden Indikator autotraden kann, kostenlos. Ja, alles kostenlos, meine Freunde. So werdet ihr Mitglied und bekommt zum Beispiel auch diesen Indikator jetzt hier kostenlos.
Ich würde sagen, es war ein geiler Freitag. Ihr habt gesehen, Zickzack ist gar nicht so schwer zu traden. Schaut beim Paul zwar schwer aus oder manchmal denkt man, wow, der macht das mit viel Glück, aber es steckt was dahinter und mit diesem Zickzack-Kanal-Indikator kannst auch du Zickzack traden. Ich sage, Happy Trading, Freitag ist, ich muss jetzt dann an die Bar davor an den Strand und ein paar Korönchen trinken. Wir sehen uns, meine Freunde, auf Wiedersehen. Happy Trading und alle Links in der Beschreibung unterhalb des Videos und im ersten Kommentar. Bye.